Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir besprechen heute einen möglichen gangbaren Weg, um aus einer Tumorerkrankung, aus einer Krebserkrankung her, wieder in den Weg zurück ins Leben zu finden oder in die Genesung zu finden. Und ich habe heute einen Herrn da, der das schon sehr erfolgreich betreibt mit seinem Institut in Deutschland. Und ich möchte einfach mal eintauchen und mal wissen und erfahren, was macht er denn da ganz genau? Und das ist das Thema der Sendung. Wie kann man einen Krebs behandeln? In diesem Sinne, bleiben Sie dran, wir legen sofort los. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen, der mit diversen Sendungen bei uns bereits schon für Furore gesorgt hat. Hunderttausende von Zuschauern haben diese Sendung schon gesehen auf YouTube, aber selbstverständlich noch viel, viel mehr auch im Fernsehsender. Das ist der Lothar Hirneisen, da ist er. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Danke, Alexander, dass ich wieder hier sein darf. Ja, super gerne, weil ich bin einfach so stolz und glücklich darüber, wenn wir ergänzende Sichtweisen oder die Sichtweise letztendlich vermitteln dürfen, um Menschen anzuregen, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb einfach mal ganz klar der Fall, in deinem Institut, wie arbeitet ihr, um die Menschen auf eine Spur zu bringen? Und dann natürlich auch die Frage, wie erfolgsversprechend seid ihr? Mhm. Ich muss ein bisschen ausholen, dass man es besser versteht. Unser Institut heißt ja 3E-Zentrum. Ja? Ja. Und dieses 3E, dieser Name ist entstanden in meinen Forschungsarbeiten, wo ich mit sogenannten Final Stage Survivor, wie das ja neudeutsch heißt, gesprochen habe. Also Menschen, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden, aber eben nicht gestorben sind. Das ist sozusagen mein Spezialgebiet. Das ist etwas, wo ich mich auskenne, wo ich mit Tausenden von Menschen gesprochen habe, genauer gesagt mit über 10.000 Menschen in vielen Ländern dieser Welt. Und es ist auch egal, ob du Brustkrebs als Muslimin, als Hindi oder als Christin hast. Es sind immer die gleichen Themen. Und ich habe für eine Foundation, wo ich in Washington gearbeitet habe, damals die National Foundation for Alternative Medicine in Washington DC, haben wir einen Fragebogen entwickelt und haben einfach Menschen gefragt. Sie wurden zum Sterben nach Hause geschickt. Das ist jetzt 5 oder 10 Jahre her. Sie sind immer noch im Leben. Was haben Sie eigentlich getan? Der erste wichtigste Punkt ist, niemand, kein einziger von diesen Menschen hat Chemotherapie oder Bestrahlung getan. Das ist nur mal ganz am Anfang mal zu erwähnen. Dann gibt es natürlich unglaublich viele Dinge. Aber dann habe ich herausgefunden, dass eigentlich 3 Dinge immer gemacht wurden. Ich muss es genau differenzieren. Bei 2 Dritteln hat Ernährungstherapien gemacht, verschiedene. 2 Drittel hat ungefähr Entgiftungstherapien, verschiedene gemacht. Und alle, 100% der Menschen, die wieder gesund geworden sind, haben, wie wir das nennen, energetisches Arbeiten gemacht. Ja? Auf gut Deutsch gesagt, sie haben wichtige Lebensveränderungen gemacht. Und so ist der Name 3E entstanden, 3E-Programm. Und so haben wir dann auch unser Zentrum, das wir 2005 dann eröffnet haben, haben wir 3E-Zentrum genannt, um sozusagen dieses Wissen weiterzugeben. So, das nur als Background-Information, wie überhaupt dieser komische Name, sage ich mal, entstanden ist. Ja. Heute würde ich sogar noch ein viertes dazu tun, Parasympathikus, da komme ich aber gleich dazu. So, und dann haben wir gesagt, okay, was tun wir? Wir unterrichten Menschen in diesem Programm. Als wir eröffnet haben vor 16 Jahren oder fast 17 Jahren jetzt, sind Menschen einfach zu uns gekommen, 1 Tag, 2 Tage, 4, 5 Tage oder irgend so etwas. Und dann haben wir aber gesehen, das funktioniert so nicht. Ja, wenn die Menschen 3, 4 Tage zu uns kommen, das machen die nicht diesen Prozess durch, wie wir das gerne eigentlich gesehen haben. Dann haben wir gesagt, okay, die Menschen müssen länger kommen. Und am Anfang waren es 5 Wochen, dann später, heute sind wir auf 4 Wochen. Ja, da hat mir eine Frau dabei geholfen, eine Dr. Waltraud Frieda. Das ist die Dame, die die sogenannte Adrenalintheorie erfunden hat in Bayern, die also aufgezeigt hat, dass Krebspatienten niedrige Adrenalinwerte haben. Weil die hat immer Patienten nur dann therapiert, wenn die mindestens 3, in der Regel sogar 6 oder 10 Wochen nach Bayern gekommen sind, sich eine Ferienwohnung da in die Berge genommen haben, keine Zeitung, kein Fernseher, kein Nichts, in die Ruhe gekommen sind, eine fast gleiche Ernährungstherapie wie Dr. Budwig gemacht haben. Und ich habe dort 33 Fälle von Dr. Frieda dokumentiert. Schwerstkrebskranke Patienten, die alle wieder gesund geworden sind.
Und da habe ich gesagt dann zu meinem Partner Klaus Pertl, mein bester Freund und Partner Klaus Pertl, der Mentalcoach ist, Mentaltrainer. Wir haben dann gesagt, okay, gut, wenn wir da erfolgreich sein wollen, müssen wir die Patienten auf einem längeren Weg begleiten. Also haben wir gesagt, wir machen ein 4 bzw. 5 Wochen Programm. Was genau machen wir dort? Das erste ist auf der Ernährungsebene eine Ernährungstherapie. Wir haben uns entschlossen, die Öl-Eiweiß-Kost nach Dr. Budwig zu machen. Warum? Weil das die beste der Welt ist? Nein. Ich denke, dass die Gerson-Therapie, das Rohkost, vielleicht auch andere wie Ayurveda oder Makrobiotik, durchaus auch sehr erfolgsversprechende Ernährungstherapien sind. Ja. Die Öl-Eiweiß-Kost haben wir dann ausgewählt aus zwei Gründen. Das erste ist, weil ich ein Schüler von Dr. Johanna Budwig sein durfte, ja, und über 4 Jahre mit ihr im Schwarzwald, ich sag mal, gearbeitet habe, mit ihr 2 Bücher geschrieben habe und einfach ihre Patienten kennenlernen durfte. Denn das ist das Schöne jetzt für mich, ich muss nicht mehr glauben, dass das funktioniert, ich weiß es ja. Weil ich habe ja die Hand geschüttelt diesen Patienten, ja. Ich weiß, die haben nur in Anführungsstriche Öl-Eiweiß-Kost gemacht und sind gesund geworden. So. Und die Öl-Eiweiß-Kost hat gegenüber fast diesen anderen wie Rohkost, Makrobiotik oder vor allem Gerson noch einen unglaublich weiteren großen Vorteil. Sie ist viel schmackhafter und sie ist viel einfacher zu erlernen. Und mit unserem, so wie wir, sagen wir, in Europa essen, ist es relativ einfach, die anzupassen. Diese Öl-Eiweiß, ich sehe gerade, das ist ja auch ja, eins der Bücher, die richtig, du da geschrieben richtig, hast. Richtig, ja. Ich habe also hier in Öl-Eiweiß, wenn ich das kurz zeigen darf. Ja. Ich habe noch nie eine Sendung über Öl-Eiweiß gemacht. Das ist ein Lehrbuch, das ich da geschrieben habe. Und ja. das ist sozusagen das Kochbuch, das andere. Ja. Okay. Und der große Vorteil von diesem Buch oder von dieser Kost ist eben, sie ist relativ einfach zu erlernen. Und sie ist auch im täglichen Leben relativ einfach durchzuführen. Mhm. Während Gerson oder Makrobiotik oder Rohkost, ich sag mal, entweder komplizierter ist in der Durchführung oder aber Menschen einfach mehr Probleme haben, sie zu essen. Nicht jeder Mensch kann einfach sagen, ab heute esse ich Rohkost. Ganz viele Menschen haben ein Problem, wenn sie nur noch kalt essen. Ja. So. Also Öl-Eiweiß-Kost, jeder, der zu uns kommt, lernt diese Kost. Ja. Also auch wie macht man die Basisrezepte mit unserem Koch zusammen. Die lernen einfach das umzusetzen, dass wenn sie nach 4 Wochen nach Hause gehen, die Öl-Eiweiß-Kost konsequent machen können. So, das ist die erste Basis, die wir haben. Die zweite Basis sind einfach Entgiftungstherapien. Mhm. Selbst wenn ein Mensch nicht vergiftet ist, helfen, wenn man Krebs hat, zum Beispiel die Unterstützung der Leber. Wir unterstützen die Leber, indem wir Koffein zuführen in die Leber. Wie macht man das mit Kaffeeeinläufen? Mhm. Wer das noch nie gemacht hat oder den Namen nicht kennt, versteht natürlich nicht, von was ich hier rede. Mhm. Aber Kaffeeeinläufe ist eigentlich eine Erfindung, die im Ersten Weltkrieg übrigens als Ersatzmittel für Schmerzmittel, für Morphium benutzt wurde. Das wissen viele nicht, ja? Also wer auch immer, welche Krankenschwester da auf die Idee kam, im Ersten Weltkrieg wurden in den Lazaretten Einläufe gemacht als Schmerztherapie. Übrigens, bis heute weiß niemand, warum das funktioniert. Aber jeder Mensch, der zum Beispiel mal Migräne hat, soll einen Kaffeeeinlauf machen und sieht, wie unglaublich gut es als Schmerzmittel funktioniert. Ja, das macht die Swiss Mountain Klinik auch. Die sagt mir auch, wenn man jemand Migräne hat, gibt einen Kaffeeeinlauf. Ja. Und dachte, ja gut, also ich trinke den Kaffee lieber. Aber wenn man jetzt da reinschaut, versteht man nicht, was ist im Kaffee eigentlich drin, das wirklich analgetisch also das den Schmerz wegnimmt. Ja? Also ich habe noch keinen Stoff gefunden und trotzdem, es funktioniert. Ja. Aber wir machen es manchmal auch als Schmerztherapie, aber der hauptsächliche Grund ist, um die Leber zu unterstützen. Weil was viele nicht richtig verstehen ist, die Leber ist immer bei Krebs überfordert, weil Tumore produzieren viel linksdrehende Milchsäuren, die gehen meistens nachts, werden die abgebaut, gehen ins Blut, kommen dann in die Leber und werden dort wieder zu Zuckermolekülen zusammengebaut. Das ist übrigens etwas unglaublich Geniales. Ich bin ein Freund der Evolution. Ja? Und in der Evolution überraschen mich Dinge immer wieder, wo ich denke, wow, ist das geil. Also wie unser Körper gebaut ist. Nur mal geschwind ein Rückblick in die Chemie. Milchsäure ist chemisch gesehen C3H6O3. Zucker ist C6H12O6, also 2 Milchsäuremoleküle ergeben 1 Zuckermolekül. Der Hauptabfallstoff neben Wärme und Wasser in unserem Körper ist Milchsäure.
Das heißt, der Körper macht einen Abfall, den er ins Blut bringen kann, in die Leber und dort wieder zu dem Lieblingsstoff aller Zellen, nämlich zu Glucose, zusammenbauen kann. Ich finde das einfach immer wieder phänomenal. So, das ist einfach genial. Das ist unfassbar, wie genial unser Körper durch die Evolution ist, meine Begründung. Ja, manche sagen, es war der liebe Gott, aber das ist zweitrangig. Ob es der liebe Gott oder die Evolution war, es ist auf jeden Fall genial. So. Und also Entgiftungstherapien und Leberunterstützung, das ist ein Ding, das wir fokussieren. Wir machen zum Beispiel Kolonhydrotherapien, also die Darmspülungen, wir machen die Einläufe und wir machen noch etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Menschen, wenn sie energetisch in der Lage sind, und das sind die meisten, machen jeden Tag ein Natronbad. Warum? Tumore produzieren Säuren. Diese Säuren müssen unbedingt vom Tumor wegtransportiert werden. Aber die lagern sich um den Tumor herum ab. Das sind nämlich linksdrehende Milchsäure. Und deshalb wächst der Tumor. Ja, und deshalb machen wir zwei Dinge. Wir geben rechtsdrehende Milchsäure in Form von Sauerkrautsaft oder Milchsauer vergorenes, weil rechtsdrehende Milchsäure macht sogenannte Racematin, nennen das Chemiker. Ja? Das ist eine Verkettung zwischen links- und rechtsdrehender Milchsäure. Und so kann diese linksdrehende Milchsäure, die von den Tumoren produziert wird, die geht weg. Und das macht zwei Dinge. Das erste ist, Sauerstoff kann wieder besser hintransportiert werden, was ein Problem ist bei Krebs. Und das zweite ist, es macht Schmerzen weg. Weil viele Krebspatienten und auch Ärzte verstehen leider nicht, dass viele Schmerzen nur dadurch kommen, dass die Säure einfach, die um den Tumor herum ist, gegen Nerven drückt. Und dadurch entstehen ganz viele Tumorschmerzen. Das ist also nicht der Tumor, der gegen den Nerv drückt, sondern ist die Säure um den Tumor herum oder Ödeme, je nachdem, wo es im Körper ist, wo gegen den Nerv drückt. Wenn ich jetzt diese Ödeme bzw. diese Säure wegtransportiere, geht natürlich auch der Schmerz weg. So. Und das kann man machen mit ganz billigem Sauerkrautsaft, mit oder Milchsauer vergorenes, rote Beete, Karotte, was auch immer, Gemüsesäfte und Natronbäder. Weil Natronbäder tun dann diese Säure noch komplett aus, durch die Haut durch, in das Wasser. Das ist eine relativ einfache, preiswerte, angenehme Therapie. Und weißt du, was das Verrückte ist? Das wirklich Verrückte hier bei der Geschichte ist, dass Ärzte, das, was ich gerade erzähle, alles lernen. Also die lernen das während ihres Studiums, wie wichtig das eigentlich ist. Und dann, wenn sie Krebspatienten am Tisch haben, sagen Sie das denen nicht. Das ist so ein Phänomen, wo ich mir immer überlege, warum sagen das Ärzte eigentlich ihren Patienten nicht? Die wissen das doch, die haben das doch alle gelernt. Also das mal nur am Rande erwähnt. So, und ungefähr 2/3 aller Patienten, die ich gefragt habe, warum haben sie überlebt, haben diese beide Therapien gemacht, Ernährungstherapie und Entgiftung. Das aber sicherlich Wichtigste überhaupt ist herauszufinden, warum jemand hat, also eine Ursache zu finden. Und hier ist wieder die Problematik in der konventionellen Medizin. Die Schulmedizin sagt ja, wir wissen ja, warum Krebs ist, durch eine Mutation. So, jetzt wissen wir heute, dass es halt nicht so stimmt, wie es behauptet wird permanent. Ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das haben wir schon mal andere Video besprochen. Ja, wir wissen, dass es nicht stimmt. Und deshalb muss man bei jedem einzelnen Patienten herausfinden, warum hat er diesen Krebs. Bei den meisten findet man das übrigens. Es ist nicht so schwer, das ist keine Raketenwissenschaft. Ja? Bei manchen Patienten, da redet man eine Stunde und man weiß, warum der Krebs hat. Warum er sich sozusagen diese Alternative herausgesucht hat. Oh, so. Also und, immer psychische Komponenten, die Lebensumstände. Hauptsächlich. Mhm. Es gibt physische Komponente, also Vergiftungen auf gut Deutsch gesagt. An Viren und Bakterien glaube ich nicht, wie es behauptet wird. Ja, aber es gibt sicherlich Vergiftungen, die zu Krebs führen können. Aber die konventionelle Medizin behauptet ja, es ist 95% sagen wir Giftstoffe und 5% Viren. Das ist hundertprozentig Nonsens. Warum? Wir testen diese Giftstoffe, wir suchen diese Giftstoffe bei unseren Patienten. Ja, wir finden sie noch nicht. Also wo sind denn diese Giftstoffe, von denen immer behauptet wird, dass die bei jedem Krebspatienten herumschwirren? Wir schauen uns Schwermetalle, Glyphosat oder was auch immer alles an. Und die meisten Patienten haben da damit kein so großes Problem. Und die wenigen, die es haben, kann man ja entgiften. Das ist ja sowieso ein Paradox. Auf einer Seite in der Schulmedizin zu behaupten, die Menschen bekommen Krebs durch Gift. Und dann werden die Patienten noch mehr vergiftet.
Also das ist ein ja, mit Chemo, was ja mit Giftstoff. Chemo, aber auch Giftstoff. Bestrahlung. Bestrahlung ist ein unglaublich starker Giftstoff, ja. Also das ist schon eine verrückte Geschichte, sage ich mal. Aber da wollen wir heute gar nicht näher drauf eingehen. Haben wir mal eine Sendung darüber gemacht. Ja, da haben wir schon eine Sendung drüber gemacht. Und das ist schon eine verrückte Geschichte, nur am Rande erwähnt. So. Also was tun wir? Wir tun suchen und finden das, ich sage mal, bei den meisten Patienten. Bei den wenigen Patienten, wo wir es nicht finden, haben wir früher immer Folgendes getan. Wir haben einfach gesagt, mach Neues, mach Änderungen. Nach meinem Lieblingssatz, wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Ja, so. Also, weil ich beschreibe das Patienten immer so, schau, ich bewerte dein Leben nicht, aber dein Lebensweg hat dich zu einem Tumor gebracht. Du bist auf diesem Weg gegangen und hier ist der Tumor. Wenn du jetzt dich zum Beispiel operieren lässt und der Tumor ist weg, aber du gehst auf diesem Lebensweg weiter, was wird dich dort erwarten? Natürlich der nächste Tumor, ist doch klar. Es gibt doch eine Ursache für diesen Tumor. Das heißt, die einzigste Möglichkeit, wenn ich die Diagnose Krebs habe, ist ja, nach links oder rechts abzubiegen. Ja, die Umstände ändern, oder? Wir haben immer gesagt, der Ort der Erkrankung kann nicht der Ort der Heilung sein. Ja, ja. Und dort haben wir dann in den letzten Jahren, genauer gesagt, dieses Lob muss ich an meinen Partner Klaus Pertl weitergeben. Wir haben hier sehr viel geforscht, uns angeschaut, wer überlebt nicht, haben natürlich auch mit vielen anderen Ärzten gesprochen. Und dann haben wir eine, ich sag mal, Wichtigkeit herausgefunden. Und diese Wichtigkeit nennen wir heute Parasympathikus-Training. Muss ich kurz erklären. Wir haben ein sympathisches, parasympathisches Nervensystem. Und der Sympathikus ist so wie wir jetzt beide. Wir sind im Sympathikus, wir sind angeregt, unser Adrenalin ist da, wir sind in der Aktivität. Und dann gibt es noch das andere Nervensystem, das parasympathische Nervensystem. Das ist für drei Dinge zuständig. Für den Schlaf, für die Verdauung. Und jetzt kommt's. Und das war uns früher nicht so bewusst. Für die Heilung und Regeneration. Für die Heilung und Regeneration. Für die, oder wie wir das nennen, Reparatur. Ja. So. Jetzt ist vielen nicht bewusst, dass wir sind da nachts, wenn wir tief schlafen, in diesem Parasympathikus. Aber der Tag hat 24 Stunden. Wenn wir jetzt 4, 5, 6, 7, 8 Stunden schlafen, haben wir immer noch 16 bis 20 Stunden, wo wir im Sympathikus sind. Und für normal gesunde Menschen reicht es. Ist okay. So hat uns die Evolution kreiert. Wenn wir jetzt aber krank sind, und das gilt nicht nur für Krebs, das gilt für alles andere. Ich meine, wir sind hier in der schönen Schweiz. Da gibt es gar nicht so weit weg von hier Davos. Für was war mal Davos bekannt? Thomas Mann, kann man noch schön nachlesen. Menschen mit Tuberkulose sind früher gerne nach, die sich's leisten konnten, heute auch noch, die sich's leisten konnten, sind nach Davos gegangen. Für Monate, nicht für Tage, für Monate. Und haben dort was gemacht? Nichts. Die Therapie war nichts zu tun. Ja, frische Luft. Frische Luft, Wandern. Damals gab es noch keine Ablenkung wie Internet und Fernsehen. Man hat nur frische Luft und gute Nahrung zu sich genommen. Wo ist man denn da? Im Sympathikus oder Parasympathikus? Natürlich im Parasympathikus. Klar, voll entspannt. Absolut. Auch in Deutschland. Wir sind ja bekannt für Rehabilitationen. Ja, das ist etwas, wo, ich glaube, auf keinem Land der Welt gibt es so viele Reha-Kliniken wie in Deutschland. Auch wir haben von Pfarrer Kneip angefangen bis zu den heutigen Reha-Kliniken, das aber leider etwas zu kurz ist, 3 Wochen. Die Leute sollen 6 oder 9 Wochen gehen. Haben erkannt, dass diese Ruhe, dieser Parasympathikus nach Operationen, nach schweren Erkrankungen viel mehr zur Heilung beitragen kann, wie wir vielleicht das noch vor 200-300 Jahren gedacht haben. Aber das ist leider heute weg. Das ist verloren gegangen. Und wir haben aber Folgendes gesehen. Wenn Menschen Lebensveränderungen gemacht haben, um aus so gut als möglich, sage ich jetzt mal, jeglicher Art von Stress herauszukommen. Also was wir immer machen, wir machen eine Stressanalyse. Wir leben ja in verschiedenen Lebenssystemen. Unsere Ehe, unser Beruf, unser Haus, unsere Familie, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Finanzielle, unsere Sexualität, unsere Spiritualität. Also wir leben ja in ganz vielen verschiedenen Systemen. Und wir müssen jedes System anschauen. Sind wir in jedem System zufrieden? Und überall, wo wir nicht zufrieden sind, müssen wir es ändern, wenn wir krebskrank sind. Oder wenn wir überhaupt schwer krank sind. Das gilt auch für MS, ALS, Rheuma oder sonst eine chronische Krankheit. Und hier ist es wahnsinnig schwierig, diesen Punkt umzusetzen. Also wir schaffen es relativ einfach, sage ich mal, Menschen an die Öl-Eiweißkost zu bringen, Entgiftungsmaßnahmen, Menschen lieben Bäder und Ding. Aber Lebensveränderungen
sind viel schwerer, als man sich das manchmal vorstellt. Ich habe selber ja mal in der Psychoanalyse gearbeitet und ich kann mich erinnern an Magersüchtige zum Beispiel, die wir therapiert haben in der Sonnenbergklinik in Stuttgart. Und oftmals wussten wir genau, warum jemand magersüchtig geworden ist. Das bedeutet aber leider noch nicht, dass derjenige diese Änderungen auch machen kann. Und so ist es bei Krebskranken auch. Was wir leider ganz oft erleben, ist dieses Problem, dass die Therapien zu Hause nicht weitergeführt werden können. Und die Haupttherapie ist eben, aus dem Stress rauszugehen, damit der Parasympathikus die notwendigen Reparaturen machen kann. Klar, sein Job. Ja, weil unser Körper hat ja diesen Tumor produziert. Er weiß genau, wie man einen Tumor produziert. Er weiß aber auch ganz genau, wie man einen Tumor wieder wegmacht. Das ist der Job von unserem Körper. Klar, ja? Wenn er die Energie hat oder das Milieu geschaffen wird. Wenn oder? Das Milieu geschaffen wird, genau richtig, ja. Und da liegt ehrlich gesagt auch überhaupt die Problematik, die wir sehen, ja, dieses Compliance-Problem, wie die Amerikaner das nennen, ja. Die Fortführung diese Ruhe. Die Menschen sind bei uns 4 Wochen in einer unglaublichen Ruhe. Und nach 4 Wochen sind die auch alle unglaublich motiviert, wenn sie nach Hause gehen, das fortzuführen. Und wenn wir dann aber nach 2 Monaten später mit denen telefonieren, erleben wir leider viel zu oft, sie sind komplett im alten Trott. Rechnungen zahlen, das und einkaufen, der ganze Stress. Man hat Kinder, ja. Man hat Partner. Jetzt soll man nach... Ich mache immer folgendes Beispiel, ja. Weil es heißt immer, Chemotherapie ist sowas Brutales, das ist sowas Schwieriges. Aber was gerne missverstanden wird, Chemotherapie ist etwas Passives. Weil was macht man denn? Man gibt die Vene dem Arzt. Mach mal, mach mich gesund, jag da etwas in meine Vene herein. Ich muss aber nichts tun, außer den Arm hier hinlegen. Ist es angenehm? Natürlich nicht. Ich möchte nicht die Nebenwirkungen von der Chemotherapie verniedlichen. Aber ganz ehrlich, der Patient ändert gar nichts. Er bleibt in der Passivität, in der er bevor er die Chemotherapie kam, aufgekommen hat. Und weißt du, was viel schwieriger ist? Nach Hause zu gehen und deinem Ehemann oder deiner Ehefrau zu sagen, du, unser Sexualleben ist sowas von scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Du, unser überhaupt, wie du mit mir umgehst, das möchte ich nicht. Wenn wir diese Änderungen jetzt nicht machen, lasse ich mich scheiden. Oder ich gehe zu meinem Chef und sage, so wie Sie mich hier behandeln, gibt es nur eine Alternative. Wir ändern das oder ich gehe. Dann kommen so viele Ängste. Oh, ich habe kein Gehalt mehr. Kann ich noch die Miete bezahlen? Und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Und das ist viel schwerer, in die Aktivität zu kommen und, so wie du vorher ja richtig gesagt hast, in die Selbstverantwortung zu kommen. Das ist viel, viel schwerer, als eine Chemotherapie zu machen. Das hört sich einfacher an. Meine Erfahrung jetzt nach 20 Jahren mit Krebspatienten ist, das ist schwerer, wie jede Bestrahlung, Chemotherapie und Operation zu machen. Weil dort kann ich in der Passivität bleiben. Ja. Ich habe in meinem Leben mit 3, sage ich mal, Krankheiten zu tun gehabt. Ich habe zuerst in der Psychiatrie gearbeitet, viele Jahre mit Alkoholikern. Später in der Psychoanalyse mit Essstörungen, also Anorexia und Bulimie. Und dann jetzt die letzten 20 Jahre mit Krebskranken. Alle 3 Krankheiten sind die Menschen gesund geworden, egal ob Alkoholiker, Essstörung oder Krebskranken, die in die Aktivität gekommen sind und die ihr Leben, wie man so schön sagt, selber in die Hand genommen haben. Das ist es im Grunde genommen. Und was wir tun in unserem Zentrum ist, Wege aufzuzeigen, die schon gegangen wurden. Also wir haben eigentlich, ich tue mir da sozusagen ein bisschen mit fremden Vätern schmücken, ja, weil erfunden habe ich oder Herr Pertl, wir beide eigentlich gar nichts. Das, was wir tun, ist eigentlich die Wege, die schwer Krebskranke gegangen sind, nur zusammenzufassen, wo gibt es Ähnlichkeiten wie im 3E-Programm oder im Parasympathikus. Und das unterrichten wir, das zeigen wir. Dieser Weg wurde gegangen von Menschen, und die sind wieder gesund geworden. Und das ist eigentlich zusammengefasst in wenigen Worten, was wir tun. Und jetzt ist ja immer die Frage, wie erfolgreich seid ihr denn? Ja, so.
Wir haben mal eine Studie vor Jahren gemacht mit 73 Patienten, die bei uns waren, und 67 davon haben wir in die Studie aufgenommen. Das waren alles Menschen, wir haben nur diese 67 aufgenommen, wo wir schriftlich von einer Klinik hatten, dass sie nur noch palliativ therapiert werden können, also aufgegeben sind, und nur noch lebensverlängernd Chemotherapie, Bestrahlung oder irgend sowas oder Antikörper bekommen sollen. Ja. Und diese 67 Patienten waren mehr als die Hälfte, genauer gesagt 36 oder 38, waren nach 2 Jahren noch im Leben. Und da davon wiederum hatten 10, die also metastasiert waren, jetzt mit verschiedenen Metastasen, also Leber, Lunge, Knochen, teilweise auch Gehirn, waren komplett tumorfrei. Und auch also es gab mehrere, die nicht metastasiert waren, wo nur der Zweitumor in der Regel dann weggegangen ist. Und die Patienten, wo der Tumor nicht weggegangen war, hatten dann eine sogenannte, jetzt nennt man Stable Disease, das ist so ein Begriff, also stabile Krankheit, der einfach in Studien benutzt wird, so benutzen wir den auch. Die waren in einer sogenannten Stable Disease, das heißt, der Tumor ist nicht gewachsen. Er ist aber auch nicht weggegangen oder nur im 10-20% Bereich. Dann spricht man immer noch von einer sogenannten Stable Disease. Und jetzt schaut man mal diese Zahlen an. Gegenüber den Zahlen, wo die Schulmedizin hat. Schulmedizin hat nämlich, das muss man ganz klar sagen, null. Die haben gar keine Überlebende. Die sind nach 2 Jahren ja zu 100% tot. Ja, und wir können hier in Anführungsstriche angeben mit diesen Zahlen, wo wir zeigen können, nein, auch wenn man metastasiert ist, es gibt immer einen Weg zurück, wenn man diesen Weg findet und wenn man ihn dann auch geht. Und ich möchte eins hier vielleicht betonen, das ist kein einfacher Weg. Also glauben, die Leute kommen zu uns, kriegen was Tolles zum Essen, legen sich in die Badewanne und das ist es. Nein, so ist es nicht. Das ist harte Arbeit. Bei uns wird ganz viel geweint und gelacht. Wir erleben ganz viele Dramen. Menschen wissen nicht, wenn sie nach Hause gehen, wie soll das Leben wirklich weitergehen. Ganz viele trauen sich nicht, jetzt diese Lebensänderungen anzugreifen und sterben lieber, beschließen sich dann wirklich nie. Also die Alternative eines Tumors, ich sage mal, verlängerter Suizid oftmals, ja. Also, es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber es ist ein Weg, wo wir jedem aufzeigen können, du kannst ihn gehen. Du kannst ihn versuchen. Mhm. Weil der andere Weg, was ist denn der andere Weg? Der andere Weg ist ja der hundertprozentige Tod, ja. Mhm. Und eins möchte ich auch noch sagen, wir haben, Anführungsstriche, leider 90% metastasierte Patienten, die zu uns kommen. Hätten wir natürlich Patienten, die nach der Diagnose zu uns kommen oder wenn sie nicht komplett kaputt sind nach Chemotherapien und Bestrahlungen und OPs, bin ich davon überzeugt, dass unsere Rate, unsere Statistik viel, viel besser aussehen würde. Vor allem die 5-Jahres-Rate, ja, weil gerade zum Beispiel bei Brustkrebs, wenn ich da nichts tue, habe ich ganz sicher auch eine sehr hohe Zahl von Frauen, die überleben 5 Jahre. Ich weiß das, weil ich Menschen kenne, die fast nichts getan haben bei Brustkrebs und der Tumor ist einfach 5 bis 10 Jahre stabil geblieben. Ich habe in manchen meinen Vorträgen, zeige ich immer das Bild von einer Frau, die bei uns war, die hat 25 Jahre lang ihren Brustkrebs fotografiert, jedes Jahr. Und die kam dann zu mir und hat gesagt, Herr Hirneise, können Sie was machen, dass der vielleicht doch noch ganz weggeht nach 25 Jahren? Dann habe ich gesagt, nein. Ich habe sie wieder nach Hause geschickt, habe gesagt, ich finde das nett, dass Sie so viel Vertrauen zu mir haben, aber ich würde niemals diesen schönen Spruch, never change a winning team, ja, ich würde niemals etwas, was sich 25 Jahre so positiv entwickelt hat, irgendwas ändern, ja, weil es kann auch in die falsche Richtung gehen, ja. Diese Frau wird mit ihrem Tumor sterben, mehr selbst oder weniger. Wenn sie operieren würde, könnte es plötzlich Stress auslösen. Nichts. Auch OPs gelten immer als Nonplusultra, aber auch OPs sind gefährlich, ja. Nein, ich bin nicht gegen OPs, also nicht, dass es gleich wieder umgedreht wird, die Worte, ja, deshalb sage ich das immer. Aber auch OPs können gefährlich sein. Nein, ich habe das Beispiel nur deshalb erwähnt, weil es ja immer heißt, wenn du morgen nicht etwas machst, bist du übermorgen tot. Das stimmt gerade bei Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs überhaupt gar nicht. Lungenkrebs ist auch oder Blasenkrebs, sehr, sehr langsam wachsende Tumore. Und da wird so viel Druck aufgebaut. Ja, da wird extrem viel Druck aufgebaut. Das ist total unnötig. Also um das in einem Satz zusammenzuschließen, was wir tun ist, wir zeigen Wege auf,
die andere Menschen erfolgreich gegangen sind. Danke, lieber Lothar. Weißt du, für mich auch total logisch. Es ist immer das ganze Milieu. Es ist das Bewusstsein, die Psyche dahinter, Umstände des Körpers über das Milieu, bis das Milieu letztendlich den Einfluss hat, wieder den Tumor, der der Körper erstellt hat, auch wieder aufzulösen. Das ist so logisch, aber sehr unangenehm. Und manchmal wahrscheinlich auch zwei Jahre dauernd. Und man muss ihn halt selber gehen. Ne? Es ist nicht der Arzt, der dir das schnell macht, sondern du musst es selber tun. Ja? Ja. Selbstverantwortung. Vielleicht, wenn ich eins sagen darf, viele Menschen haben auch kein Verständnis, wie Tumore wachsen, wie langsam wachsen. Ja? Wenn du heute mit einem Lungenkrebs oder Blasenkrebs zum Arzt gehst, da bin ich mir 100%ig sicher, der ist Jahre alt. Weil Lungengewebe und Blasengewebe teilt sich extrem langsam. Da kann gar kein Tumor so gut heranwachsen. Also in einer kurzen Zeit ist absolut unmöglich. Und bei Lungenkrebs ist ja gerade Platinstoffe das Standardprotokoll, das im Grunde genommen ja bei fast allen Patienten versagt. Ja? Warum versagt es? Ist ja klar, eine Chemotherapie kann logischerweise eine Lungenzelle ja nur in der Teilung treffen. Wenn die Zellen sich aber fast nie teilen, kann die Chemotherapie auch nicht funktionieren. Das ist der Grund, warum das bei Lungenkrebs oder Blasenkrebs oder so nicht besonders erfolgreich ist, ja, so. Weil das natürlich immer nur in der Teilung treffen kann. Und in der Psychoanalyse gibt es so einen alten Satz, der aus meiner Sicht jetzt nicht ganz stimmt, aber solange es gedauert hat, bis sich eine Krankheit manifestiert hat, solange darf es auch dauern, dass die weggeht. Okay, den habe ich auch schon gehört. Den hast du vielleicht auch schon gehört, diesen Satz. Ja. Aber darf man ja okay sagen. Ja. Aber weißt du, ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wenn du heute in der schönen Schweiz hier Skifahren gehst und dir einen Oberschenkel brichst, akzeptierst du absolut, dass das 3 bis 6 Monate dauert, bis du wieder Ski fährst. Ja? Du weißt ganz genau, das dauert, diese Heilung. Ja? Wenn du Krebs hast, der 5, 6, 7 Jahre gewachsen ist, dann müsst du ihn nächste Woche weghaben? Das kann nicht. Ja, es hat die Angst im Nacken. Ja, es ist die Angst im Nacken, dass ich bald sterbe. Mhm. Und was wir den Menschen beibringen, ist auch bei bestimmten Krebsarten, nicht bei allen, dauert es. Mhm. Es dauert einfach. Wenn ich Lungenkrebs habe, wenn ich Blasenkrebs habe, kann ich nicht erwarten, dass der nächsten Monat weg ist. Es dauert einfach, bis diese Zellen in die normale Apoptose, also in den normalen Zelltod kommen und dann absterben und so wird der Tumor abgebaut. Aber da geht mal ein Jahr oder zwei rum. Vielleicht ganz zum Schluss eine nette Geschichte. Wir hatten mal einen Patienten mit Blasenkrebs und dem habe ich das dann auch erklärt und habe gesagt, naja, das kann lange dauern, ein Jahr oder zwei. Jetzt ist er alle 3 Monate zum Arzt gegangen und der Tumor ist am Anfang sogar etwas weiter gewachsen. Und dann hat er immer zum Arzt gesagt, nee, der Herr Hirneise hat zu mir gesagt, das dauert. Und der Arzt hat natürlich gesagt, der Patient und der Herr Hirneise, die sind beide ziemlich durchgeknallte Typen, ja. So, und hat immer zu ihm gesagt, sie müssen sich operieren, sie müssen die Blase. Und er hat gesagt, nein. Und ich habe das auch bei Dr. Budwig, weil die das auch geschrieben hat in einem Buch, nachgelesen. Und es hat wirklich fast 2 Jahre gedauert, bis der Tumor in der Blase komplett weg war, ja. Weißt, da gehört viel Kraft dazu, da gehört viel Verständnis für deine Krankheit dazu. Wenn du beim Arzt bist, der Tumor ist vielleicht sogar etwas größer geworden. Und Stehvermögen. Und dann sagt der Arzt, um Gottes Willen, wenn sie sich morgen nicht operieren lassen, sind sie in 2 Monaten tot. Und ich verstehe, dass da ganz viele Menschen umfallen. Du brauchst ein großes, tiefes Verständnis von deiner Krankheit, von deinem Leben, um sowas dann auszuhalten. Oder andere Ärzte, die einfach auch nicht auf Panik gehen, sondern wirklich ganzheitliche Ansätze eben auch umsetzen oder die Menschen an die Hand nehmen. Ja. Und sich auch dir ein bisschen bewusst sind, dass die Art und Weise, wie man kommuniziert, auch ein sogenannter Nocebo auslöst, was wirklich eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ganz, ganz brutal. Ja. Lieber Lothar, ich danke dir ganz herzlich, generell für den ganzen Job, den du machst, jetzt nicht nur bei uns im Studio, sondern dass du das in deiner Klinik so verbreitest und so vielen Menschen wertvoll geholfen hast. Ich kann nur wünschen, dass betroffene Menschen die Chance haben, wenigstens eine solche Sendung zu sehen oder einen ganzheitlichen Ansatz mit einzubeziehen in ihrem Weg. Danke herzlich und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.